Helle Köpfe verzichten auf schlechte Gepflogenheiten. Unser Gehirn muss jeden Tag Höchstleistungen erbringen. Gerade das digitale Arbeiten und die Vielzahl an Informationen, die im Internetzeitalter im Sekundentakt über uns hereinströmen, stellen unsere Denkzentrale vor nie gekannte Herausforderungen. Unser Gehirn kann sogar sterben, wenn wir nicht Acht geben, doch wir können ihm auch unter die Arme greifen. Wie das geht, erfährst du in unserem heutigen Video. Nummer 1. Bewegungsmangel. Regelmäßiges Training oder zumindest Bewegung an frischer Luft sind essentiell für unser Gehirn. Sie erhöhen die Herzfrequenz, wodurch mehr Sauerstoff in unseren Denkapparat gepumpt wird. Bewegung hilft auch bei der Freisetzung einer Reihe von Hormonen wie den Endorphinen, die dazu beitragen, eine förderliche Umgebung für das Wachstum von Gehirnzellen zu schaffen. Nummer 2. Sich krank zur Arbeit schleppen. Wenn wir krank sind, leisten unser Körper und unser Gehirn bereits Überstunden, um mit diesem Ausnahmezustand fertig zu werden. Wer sich dann noch in die Arbeit schleppt, mutet nicht nur seinem Organismus Übermenschliches zu, sondern sorgt auch dafür, dass das Gehirn sich richtig gehend überanstrengen muss. Nummer 3. Alkohol. Tatsächlich nimmt unser Gehirnvolumen durch chronischen Alkoholkonsum ab. Unabhängig vom Geschlecht nimmt der Verlust von Hirnsubstanz mit dem Alter und der Menge des konsumierten Alkohols zu. Mehr als 2 Einheiten Wein oder Bier pro Tag für Männer und 1 Einheit pro Tag für Frauen gelten als übermäßiger Alkoholkonsum. Nummer 4. Rauchen. Nikotin ist ein Gift und genauso wirkt es auf unseren Körper und seine Schaltzentrale, das Gehirn. Rauchen schädigt die Zellmembranen und die Lebensfähigkeit der Gehirnzellen in bestimmten Bereichen des Gehirns, die für das Gleichgewicht und die Fein- und Grobmotorik verantwortlich zeichnen. Außerdem ist bei Rauchern die Großhirnrinde, der sogenannte Cortex, dünner als bei Nichtrauchern. Diese Region ist zuständig für die Impulskontrolle, das Belohnungszentrum und das Treffen von Entscheidungen. Rauchen begünstigt erwiesenermaßen auch Demenz und Alzheimer. Nummer 5. Zu wenig Wasser trinken. Studien zeigen, dass Dehydrierung den größten Einfluss auf unsere Problemlösungskompetenz, unser Koordinationsvermögen und unsere Aufmerksamkeit hat. Unser Gehirn braucht ausreichend Wasser, um schneller denken und sich besser konzentrieren zu können. Genügend Wasser zu trinken ist auch wichtig, um das Gehirn mit Nährstoffen zu versorgen und Giftstoffe auszuscheiden. Nummer 6. Multitasking. Jedes Mal, wenn unser Gehirn von einem Task in den nächsten wechseln muss, besteht ein enormer Energieverlust. Dieses Hin- und Her-Switchen kostet unsere Denkzentrale Kraft und Ressourcen, doch damit nicht genug. Multitasking erhöht auch die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol sowie des martialischen Kampf- und Fluchthormons Adrenalin. Beide überstimulieren unser Gehirn und vernebeln unser Denken. Forscher der Stanford University haben herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig mit mehreren Informationen gleichzeitig bombardiert werden, enorme Probleme damit haben, sich an diese zu erinnern oder bei der Sache zu bleiben. Nummer 7. Mit dem Kopf unter der Bettdecke schlafen. Mit diesem schädlichen Verhalten hätte wohl niemand gerechnet, aber das Schlafen mit dem Kopf unter der Bettdecke enthält unserem Gehirn jede Nacht mehr als 20% Sauerstoff vor. Wenn du diesen Schlafmodus gemütlich findest, sei dir also bewusst darüber, dass du deinem Gedächtnis und deiner Konzentrationsfähigkeit damit langfristig keinen Gefallen tust. Nummer 8. Exzessive Genussorgien feiern. Essen ist Nahrung für Körper, Geist und Seele.
Doch wie bei jedem Heilmittel entscheidet auch hier die Dosis darüber, wann es zum Gift mutiert. Studien haben eindrucksvoll bewiesen, dass längere Phasen kalorienreicher Ernährung tatsächlich das Risiko erhöhen können, später im Leben unter massivem Gedächtnisverlust oder kognitiven Beeinträchtigungen zu leiden. Nummer 9. Das Frühstück auslassen. Es gilt schon seit jeher als wichtigste Mahlzeit des Tages und wird dennoch gerne sträflich vernachlässigt. Mit leerem Magen in den Tag zu starten, bedeutet vor allem für unser Gehirn eines: den Hungertod. Eine Studie mit über 80.000 Probanden über einen Zeitraum von 15 Jahren ergab, dass Teilnehmer, die häufig auf das Frühstück verzichteten, ihr Risiko für einen Schlaganfall und Bluthochdruck erhöhten. Das Auslassen des Frühstücks senkt zudem den Blutzuckerspiegel, was sich negativ auf die Funktion des Gehirns auswirkt. Nummer 10. Lautes Musikhören über Kopfhörer. Dass diese Angewohnheit schlecht für unseren Gehörgang ist, wussten wir wahrscheinlich schon. Doch auch unser Gehirn leidet unter dieser unmittelbaren Dauerbeschallung in Extremlautstärke. Gehörverlust im Alter geht mit dem Verlust von Hirngewebe einher und wird nicht selten sogar mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Wenn unser Gehirn zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um das Gesagte zu verstehen, kann es das Gehörte nicht mehr im Gedächtnis speichern. Nummer 11. Schlafentzug. Studien zeigen, dass zu wenig Schlaf die Größe unseres Gehirns tatsächlich schrumpfen lässt. Bereits eine einzige Nacht mit unzureichend Schlaf kann die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigen, sich an neue Informationen zu erinnern. Während unserer Nachtruhe nämlich findet nicht nur in unserem Körper ein Reinigungsprozess statt. Auch unser Gehirn wird dann von Giftstoffen befreit. Doch damit nicht genug. Schlafmangel kann sogar zum Tod von Gehirnzellen führen. Nummer 12. Zucker in rauen Mengen. Was wir mit großer Freude und ziemlich leichtfertig gern als Gehirnnahrung bezeichnen, nämlich Schokolade und Co., ist das genaue Gegenteil davon. Der regelmäßige Konsum von Zucker in größeren Mengen beeinträchtigt bedauerlicherweise die Fähigkeit unseres Körpers, Proteine und Nährstoffe aufzunehmen. In der Folge leiden wir, so paradox das auch klingen mag, an Unterernährung, welche unsere Gehirnfunktionen zum Erliegen bringt. Ist unser Körper nicht in der Lage, ausreichend Nährstoffe an das Gehirn zu liefern, wird dessen Wachstum und seine Entwicklung gehemmt. Der Verzehr von zu viel Süßem kann in weiterer Folge unser Gedächtnis und unsere Denkfähigkeit beeinträchtigen. Außerdem machen Blutzuckerspitzen erst recht müde und nicht hellwach. Wenn du deinen süßen Zahn nicht gänzlich enttäuschen willst, greif zu dunkler Schokolade mit einem möglichst hohen Kakaoanteil. Hier schlummern sogar noch ein paar nützliche Antioxidantien, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken und uns darüber hinaus frischer und vitaler erscheinen lassen. Unser heutiges Fazit: Dein Gehirn, dein bester Freund. Und Freunde soll man bekanntlich gut behandeln, denn sie sind ein rares Gut. Wenn du dir bis ins hohe Alter ein halbwegs brauchbares Gedächtnis, eine gute Konzentrationsfähigkeit und eine funktionierende Motorik erhalten möchtest, dann sei gut zu deinem Gehirn. Es kann viel für uns tun, aber dafür müssen wir mindestens so gut darauf achten wie auf den Rest unseres Körpers. Jeden Schaden, den wir ihm in jungen Jahren zufügen, bereuen wir im Alter doppelt. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!